Das ist ein Helm. Das ist eine stabile und schützende Kopfbedeckung. In Yu-Gi-Oh! Ein Helmdeck, beziehungsweise eher bekannt unter dem englischen Begriff Helmet Deck, ist ein Deck, das kaum Nachdenken erfordert, was die Wahl der Aktionen in einem Zug angeht. Es spielt sich fast selbstständig und gilt meistens als sehr einsteigerfreundlich, da die Spielweisen solcher Decks wenig bis gar nicht komplex sind. Auch gerne mal Autopilot / Autopilot genannt. Der Begriff Helm kommt hierbei auch nicht von ungefähr. Es ist eine Anspielung darauf, dass so ein Deck eine sichere Wahl ist und damit den schützenden Charakter eines Helms widerspiegelt. Dabei wird dieser Begriff meistens negativ aufgefasst, da damit zum Ausdruck gebracht wird, dass die eigene Deckstrategie stumpf, unkreativ, langweilig und linear ist. Helmdecks zeichnen sich meistens dadurch aus, dass sie nicht viele strategische Möglichkeiten bieten. Sie machen meistens nur eine Sache und die auch meistens nur auf genau eine Art und Weise. Und ja, meistens juckt die auch nicht, was der Gegner macht. Die machen einfach ihr Ding, egal ob das gut ist oder nicht. Dafür wurden sie ja schließlich auch gebaut. Typische Siegesbedingungen solcher Decks sind dann das Herausbringen eines Monsters, das den Gegner stark in seinem Spiel einschränkt, oder welches unberührt vom Gegner ist. Aber auch die Kombination aus diesen Monstern mit weiteren Zauber-Fallenkarten, die den Gegner zusätzlich aufhalten, ist dabei immer möglich. Häufig sind Helmdecks auch gleichzeitig Anti-Meta-Decks, sprich sie spielen sehr viele populäre Anti-Meta-Karten, um die aktuellen Decks einzubremsen. Aber das muss es nicht immer sein. Es können auch einfach langsamere Decks sein, die nur eine bis ein paar Beschwörungen pro Spielzug machen und den Rest über Zauber- und Fallenkarten regulieren. Ein paar Beispiele für Helmdecks wären zum Beispiel Übelschar 2013, deren einzige Siegesbedingung Ophion gewesen ist. Bujin 2014, die mit dem kaiserlichen Kolosseum das Spiel eingeschränkt haben. Oder auch Clifford 2015, die mit ihren Türmen und Fallenkarten die Gegner zum Verzweifeln brachten. Heutzutage sind Helmdecks deutlich seltener geworden, als sie es früher waren. Während früher oftmals mehrere Helmdecks in einem Format unterwegs waren, sind es heute meistens nur noch eins bis gar keins. Decks aus jüngerer Zeit, die der einem in den Kopf kommen, sind Donnerdrachen 2018, die den Gegner mit dem Koloss nicht suchen lassen haben. Oder seit 2019 das Guru Control Deck, das einen mit seinen Flip-Effekten und Fallenkarten einfach wahnsinnig macht. Auch wenn Helmdecks von vielen Spielern verhasst sind, weil sie ihnen zu stumpf sind, finde ich dennoch, dass wir als Spieler und auch Konami sich als Ziel setzen sollte, den Helm wieder zurückzubringen. Denn dieser zeugt noch von einer simpleren Zeit, wo die Züge noch kurz waren und die Anzahl an Zügen mehr als 1 bis 3 war. Erstens ermöglicht es Einsteigern, einfacher in das Spiel zu kommen, da sie nicht allzu komplexe Spielzüge zu Beginn lernen müssen. Und zweitens, nichts ist besser, als wenn man den Gegner zur Weißglut bringen kann, wenn er seine Kombos nicht spielen kann und einfach vor euch verzweifelt, weil seine moderne Spielstrategie gegen den stumpfen, aber sicheren Helm nichts ausrichten kann. Dankeschön! Bitteschön.